Auf wie geht's? Also Leute, lass uns mal ein bisschen jumpen, wie okay. Man das so sagt. Also, 4. Oktober, wollte der Typ ja abends mit euch sich treffen. 4. Oktober steht ja in eurem Mietvertrag, dass ihr bitte alle Fahnen, Bekundungen und anderen Shit aus den Fenstern rausnehmt. Das habt ihr natürlich vergessen, aber ihr habt auch nichts da hängen. Ich mal jedenfalls von aus. Haben wir nicht. Na, dachte ich mir, nee, nicht. Ich meine, ihr werdet ja irgendwann einen Tag hier dieses Aufstehen praktizieren. Und das ist ein Freitag übrigens. Und ihr seht dann irgendwann, dass an eurem Haus jetzt nicht so viele vorbeikommen, aber ab und zu gehen durch die Stadt halt Feen, die entweder auf dem T-Shirt den Greifen tragen oder auf irgendwelchen anderen Sachen. Manche haben auch ein Fähnchen dabei und ziehen halt in kleineren Gruppen zum Schloss, um da halt irgendwas zu machen, ganz offenbar. Ne? Auch Leute, die ihr noch nie gesehen habt, teils auch auf Reittieren, das sind die Sachen, die ihr dann ein bisschen weiter in der Entfernung seht, schon im Traum drin quasi, die da irgendwie parademäßig aufs Schloss zu wandern. What the fuck? Was haben wir vergessen? Übrigens, an dem Tag keine einzige Wolke am Himmel. Ist ja sehr typisch für den Oktober auch. Keiner. Keine Ahnung, was wir vergessen haben. Hat der junge Mann im Schloss gleich Geburtstag? Ich hab keine Ahnung. Wir sollten vielleicht irgendwen fragen. Nicht, dass wir da jetzt aufschlagen müssen und da nicht aufschlagen, dann handeln wir uns den nächsten Ärger ein. Wir benutzen mal deine Röcker-Norpost. Nee, wieso? Ich kann doch unten fragen. Ja, wir sollen keine Wipfel oder sonst irgendwas raushängen. Ja, aber ich nehme an, Roland weiß auch warum. Ja, weil ich glaube nicht, dass er mitfeiern möchte. Nee, aber er sagt uns wenigstens, was es ist. Möchtest du wirklich jemanden, der... Also ja. Er ist explizit dagegen. Möchtest du wirklich ihn fragen, ob wir jetzt da hingehen sollen? Der wird antworten, nein, braucht ihr nicht. Ich werde ihn trotzdem fragen, was das ist. Kannst du trotzdem mal bitte unserem netten Freund eine Röcker-Norpost schicken? Nein. Ich kann das aber nicht. Es wäre mir doch sehr nett, wäre ein großer Gefallen, den du mir tun könntest, quasi. Hat er uns nicht eine Handynummer gegeben? Ja, meinst du, der wird die benutzen werden gerade im... Versuch's doch einfach mal. Ich gehe dabei unten fragen. Ich versuch's mit der Handy. Er hat keine Handynummer uns gegeben, oder? Doch, hat er. Dann versuch ich's auf dem Handy. The person you've called totally has no time for you, Alter. Versuch's doch später nochmal. Oder was man da immer zu hören kriegt. Sophie geht runter. Ja. Du klingelst und dann macht er irgendwann auf. Hi. Hallo. Hallo. Na, was geht, Zuckertäubchen? Heute ist irgendwas, irgendeine komische Veranstaltung. Was ist das? Na, Wimpelfest ist heute. What's that? I find it quite strange that you always put in these little language things here in English. I totally think this is strange and also not necessary at all. Entschuldigung. Okay, war ja, also, ich wollte nur mal mein britisches Englisch auspacken, ne? Apparently. Ist mir, also ich bin schon ein bisschen stolz, dass ich akzentfrei ausspreche. Pass auf! Warum hatten euch das nicht? Habt ihr auch nicht diesen übelsten prinzipientreuen und auf jeden Fall der Etikette verpflichteten, starken, großen Mann, der dir genau die Linientreue quasi mit dem Hammer vorzeichnet? Als Mentor auch. Ja, aber ich frag gerade dich. Ja, warum? Dann also Gegenfrage wird ja wohl erstmal erlaubt sein. Und warum hat denn euch das nicht gesagt? Weiß ich nicht. Gibt's da Ärger im Paradies? Also, da gehst du hin, wenn du deine Treue bekunden willst und sein Ansehen und sein Dings mehren willst und nimmst deinen Wimpel mit
Dann steckst du den in seinen Garten und dann kniest du 3, 4, 5, 6 Stunden, wie lange das halt dauert, bis er sich die Augenbrauen gezupft hat oder was auch immer die da machen. Weiß ich nicht. Waxing. Also jetzt die Poperze oder so. Vielleicht auch Bleaching. Und da kommt er raus und sagt, es war sehr angemessen, dass ihr heute gekommen seid. Ansonsten hätte ich eure Familien mit ein wenig Zement im Wasser erleichtern müssen. Was keinen Sinn ergibt. Man wurde ja dadurch nicht erleichtert, aber egal. Und dann gibt es noch irgendwelche Militärparaden quasi, dann werden die Panzer rausgeholt und dann gibt's da Ritterkämpfe. Ach ja, vermutlich wird der nicht, ach, weiß ich nicht warum, ach, keine Ahnung. Und dann wird hier der Hofgarde nochmal ihr Schauspielzeichen, ein Turnier und dann ist geil. Und dann dann baden wir alle in seinem Glanz und reiben uns damit ein und dann brechen wir alle ein bisschen gegenseitig in unseren Mund und pflücken Gänseblümchen und stecken sie uns in den Arsch. Du sagst mir also, um deine Hasstirade mal zusammenzufassen, es ist nichts anderes als eine Ehrerbietungsgeste mit, ja, du bist der Geilste, darf ich jetzt wieder gehen. Naja, nee, die meisten, die da hingehen, die meinen das ernst. Also das sind eigentlich hauptsächlich Vasallen und Angestellte und ein paar, die halt sagen, du bist echt ein krasser Boy so. Oder okay. Ein paar, die sich einschmeicheln wollen oder sowas. Und wenn du es dir mit dem verkackt hast, sollst du vielleicht hingehen und wieder gut zu machen, weil du kannst an dem Tag um ziemlich viele Sachen bitten und der wird vielleicht was machen. Aber naja, dann musst du halt mir vorher noch schnell deinen Rückgrat geben in dem Fall. Ich verwahre das so lange für dich. Ich wollte nur wissen, ob Anwesenheit erwartet wird oder nicht. Na, prinzipiell nicht. In eurem Fall hätte ich ja schon gedacht, einfach wegen der Wahl eures Mentors, aber dann hätte er euch das sagen müssen. Ja, denke ich auch. Was individuell erwartet wird von euch, da musst du die einzelnen Leute fragen, am besten jeden einzelnen. Naja, ich werde mal eine Umfrage starten. Geil. Bei Zeiten. Cool, danke. Hau rein. Du auch, aber nicht zu fest. Die geht. Geht wieder hoch. Und? So, es ist Wimpelfest. Das heißt? Das heißt, theoretisch könnte man sich jetzt einen Wimpel mit dem Wappen des Herrschers schnappen in einer heiligen Prozession. Nein, jetzt übertreibe ich auch schon. Nein, irgendwie zum Schloss pilgern und irgendwie dieses Wimpelchen da abladen und dann gibt's da irgendwelche, weiß ich nicht, Militärparaden und keine Ahnung was. Und im Grunde genommen zeigst du dem Graf nur, dass er der Geilste ist und du ihn an der Stelle respektierst, wo er da sein soll. Du kannst auch wohl hingehen, um irgendwas wieder gut zu machen, wenn du es dir verkackt hast. Wurde mir gerade gesagt, aber im Wesentlichen herrscht keine Anwesenheitspflicht, insbesondere weil Thorald uns, glaube ich, auch nichts davon erzählt hat. Hat er uns was erzählt und ich habe es einfach vergessen? Ich glaube, er hat nichts gesagt. Nö. Sollten wir dann nicht gerade explizit gerade wir dahin gehen? Wenn du möchtest, kannst du da gerne hingehen. Ich sehe mich nicht verpflichtet. Verpflichtet sehe ich mich auch nicht, aber umarme deine Feinde, denn dann können sie sich nicht bewegen. Ja, das ist möglich, aber letzten Endes würde ich, glaube ich, nicht, dass es ihn interessiert, ob wir da sind oder nicht. Wie gesagt, du kannst gerne hingehen. Ich verurteile dich auch nicht dafür. Mir ist das nur relativ wumpe. Ich finde nicht, dass meine Anwesenheit dort notwendig ist. Ich halte dich nicht davon ab. Also ehrlich jetzt, wenn du gerne hingehen willst, mir das anzugucken, mach das. Ja, das möchte ich sowieso. Also ich überleg noch gerade, wie ich dich überzeugen kann, dass du mitkommst, weil ich glaube, es ist für uns beide besser, wenn du es tust. Wieso ist das für uns beide besser, wenn ich das tue? Naja, weil ich die Befürchtung habe, dass wir beide nicht ganz konform mit seiner Linie gehen. Das ist uns, glaube ich, beiden bewusst. Richtig? Das stimmt, aber das heißt, wir werden sowieso anecken, David, und ankanten. David?
Ja. Wenn ich dich dran erinnern darf, war es jahrhundertelang, nein, Jahrtausende, ja, Äonen lang ein Grundsatz der Orakel, dass sie neutral bleiben. Sophie zwinkert, meine Anwesenheit wird dort mit Sicherheit nicht erwartet. Bei dir sieht das anders aus. Ich werde da sowieso hingehen. Das ist war für mich schon klar, als du sagtest. Aber nein, ich werde nicht dorthin gehen. Und du kannst mich auch nicht dazu überreden. Aber in die Stadt werde ich gehen. Na gut. Wenn man nach dir fragen sollte, werde ich schöne Grüße ausrichten und auf die Neutralität. Du wirst keine Grüße ausrichten. Nicht dem Prinzen. Du musst keine Ausrede für mich erfinden, David. Ich bin einfach nicht da. Wenn du weißt, warum ich nicht komme, dann sollen die Leute mich selbst fragen. Oh. Nun gut. Ich möchte nicht, dass du mich bei irgendwem entschuldigst. Ich werde dich nicht entschuldigen. Ich werde nur darauf hinweisen, dass es ja Aufgabe ist, neutral zu bleiben. Nein, auch darauf weist du bitte nicht hin, sondern sagst einfach nur, dass sie mich im Zweifel selbst fragen sollen. Ansonsten sollen sie denken, was sie wollen. Nun gut. Orakel. Aber ich wünsche dir trotzdem viel Spaß. Ja, ich brauche so einen scheiß Wimpel. Soll ich dir schnell einen machen? Das wäre gut. Alles klar. Also, das Ausschneiden und so weiter kann ich doch selber. Ich bastel das Dingsbums und du malst wieder das Scheißwappen da auf. Ist ja ein Deal? Das ist ein Traum. Sag hinterher einfach, du hast ihn selbst gemacht. Also, ja. Ey, Sophie. Ja. Kannst du nicht. Kann ich nicht. Kannst den Greifen nicht malen. Oh. Sophie wird's versuchen und dann irgendwann. Es kommt jedes Mal ein Gockel raus. Und ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht dann eher als, naja. Sophie muss dann irgendwann grinsen und sagen, es will mir nicht von der Hand irgendwie. Ich nehme mir einfach selbst. Ich glaube, der Traum möchte nicht, dass ich dieses Wappen male, dem ich mich nicht zugehörig fühle. Ich nehme mir einen Gockelwimpel. Nein, das nimmst du nicht mit, David. Ansonsten bringst du dich in die nächsten Schwierigkeiten. Ich will's mir auch nur ins Zimmer hängen. Okay. Ich hänge mir das wirklich ins Zimmer. Sophie hebt sich auch einen auf. Sie hat's ja zweimal versucht. Den kann sie ihm heute Abend mitbringen. Da sehr freut gut. Er sich. Zum Wimpelfest. Das war auch mein Plan. Das ist so super. Ah, sehr schön. Du wirst es leider selbst machen müssen, fürchte ich. Ja, ich werde mir Mühe geben, das Ding aufzumalen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Also ich meine, du kannst bei weitem auch nicht mal entfernt so gut malen oder zeichnen wie Sophie, aber dir kommt die Karikatur eines Gockes raus. Mama, was ist das? Also, vielleicht gehst du einfach ohne und du findest bestimmt irgendwo einen auf dem Weg. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Außerdem hat mir ja niemand gesagt, das ist auch praktisch, man hat mir ja niemand gesagt, dass ich eins mitbringen muss. Ansonsten musst du vielleicht den Traum bitten, dir zu helfen. Ja, passt und schon. Dem Grafen ein wenig deines Glanzes spenden. Nein, die Freundschaft geht ja weit, ne? Aber. Naja, viel Spaß auf jeden Fall. Ich komme noch ein paar Schritte mit, aber ich bieg dann ab. Jo, ich würde mich quasi auf den Weg machen und würde mir den Scheiß angucken. Und ja, wenn ich Thorald irgendwo sehe, würde ich sogar gerne mit ihm sprechen wollen. Sophie guckt sich eher die Prozession, setzt sich irgendwo hin und guckt sich die Prozession in Richtung des Schlosses an. Sie betritt aber das Schlossgelände nicht. Viele der Leute haben übrigens keinen, also jetzt, wo du da dann eine Weile stehen wirst, viele von denen haben keinen Wimpel dabei. Ah. Genau. So. Ihr kleinen Schnapsnasen. Dally, auf halbem Wege zur Brücke, welche auch immer du dir ausgesucht haben wirst, wird ein Taxi neben dir halten. Ja, moin. Moin, Alter. Bist du diesmal dran, der Richtige, oder wieder woanders? Na, wenn du mich zum Schloss bringen könntest. Bist du sicher? Naja.
Da wollte ich gerade hin. Steig da erstmal ein. Du wirst immer noch, also ich meine, du bist jetzt eh zu spät. Ja, das ist egal. Du wärst immer noch rechtzeitig zu den Turnierfeierlichkeiten, aber lass uns einfach mal ein bisschen rumfahren. Why not? Ja, siehst du, geil, einsteigen. Jawohl, einsteigen. Also wenn du eingestiegen bist, wärst du erst los und du wurdest nicht aufgeklärt, nehme ich an. Also es gibt das Bähmchen und das Bienchen und das Blümchen und wenn die sich ganz doll lieb haben, dann gibt es ganz viele neue Blumen. Aha. Beansprucht die jetzt also auch noch das natürliche Wachstum. Mann. Wer kann, der soll, würde ich behaupten. Ja gut, dann will ich auch gar nicht sagen, wenn die ganzen Tag irgendwelche Blumen vögelt, das soll mir recht sein. Die Sache ist jetzt die, du willst dahin, ja? Sieht nämlich extrem scheiße aus alleine. Ist das so? Ja, eigentlich geht halt immer der Haushalt gemeinsam. Und dein Haushalt, du bist halt einer von vieren, der dann dahin geht. Okay. Weiß ich nicht, wie das gewertet wird. Vor allem nach dem, was ihr euch erlaubt habt. Gerade deswegen würde ich da hingehen. Ja, aber du bist halt, das ist halt wie beschreibe ich denn dir das mal? Das ist, das Äquivalent ist, was weiß ich hier, die Türkei hat wieder irgendwas gemacht und, nee Quatsch, andersrum, die Türkei bestellt mal wieder den deutschen Botschafter ein. Und da kommt aber dann halt nicht der Botschafter, sondern da kommt der Sekretär seines Sekretärs, verstehst du? Und das liegt jetzt nicht an dir, es liegt einfach nur daran, dass du alleine kommst und nicht die ganze andere Bagage, einer von fünf sogar oben waren. Weißt du, der Haushalt geht geschlossen und geschlossen macht er dann halt hier so einen Ehrenshit. Und zeigt unserem Grafen, dass er schon echt eine coole Sau ist. Und dass man sich natürlich seinem Urteil beugt. Was auch irgendwie komisch ist. Habt ihr ja nicht gemacht. Nun, ja, da hast du recht. Und dann sieht das nicht so gut aus, wenn du das jetzt machst. Ich grinse ihn an. Na, das ist aber schade, das weiß ich ja gar nicht. Ich setz dich extrem gern dabei ab. Das Turnier wollte ich mir sogar wirklich noch angucken. Aber fairerweise würde ich dir noch sagen, dass du natürlich nicht nur damit dich unter Umständen schlecht dastehen lässt, sondern halt die anderen vier auch noch. Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber ich glaube, von denen ist sowieso schon bekannt. Außerdem ist es deren Entscheidung, ich meine. Das stimmt bestimmt. Stimmt. Und dir? Wie geht's dir so? Ich sag dir. Ja, Moment, OT mal, das ist auch ein Issue, den ich in die Augen gucken kann und, ne? Ja. Ah, genau. Gestern fing es früh damit an, dass ich zwei Besoffene in einem Auto hatte, die beide nicht an sich halten konnten. Vor lauter Freude auch. Und ging dann weiter, dass ich zwei Nazis rumfahren musste. Nun, das ist ja keine Seltenheit hier, oder? In meinem Taxi. Stimmt. Und der Tag endete damit, dass irgend so eine beschissene Meerjungfrau sich gedacht hat, oh ja, in meinem Swimmingpool lässt sich's doch leben, das ist jetzt mein Gewässer. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie ich die da rauskriege. Und du könntest dich auch einfach mit dir gut stellen, oder? Ein bisschen mehr natürlichen Poolreiniger rein. So als kleiner Tipp. Die freut sich bestimmt. Die ganze Chemiekacke mag sie bestimmt nicht. Ja gut. Also wenn du sie, halt, wenn ich, du sich mit ihr gut stellst. Geheuer. Ich meine, welche Fabelwesen aus dem Meer kennst du, die eigentlich gutartig sind? Oder aus dem Wasser generell? Fabian war keiner, ne? Wie? Na, hier der kleine gelbe Fisch mit der Meerjungfrau und der kleine Fisch. War doch Fabian, oder? Ach, der war nett. Oder, ja, oder die Krabbe, die war super. Ja, oder war das Fabian? SpongeBob ist auch echt ein cooler Typ. Die Sache ist halt nur, ich dachte eher an so die althergebrachten Dinge wie. Nee, das war Sebastian, so war das. Sirenen. Meerjungfrauen. Das sind jetzt alles nicht die Sachen, Ja, okay. Sumpfhexen.
Auch so eine kleine Baba Yaga. Das sind alles nicht Sachen, die ich in meinem Pool haben will. Ja, wenn du dich gut mit denen stellst, dann können die sehr schön für dich singen. Also jedenfalls Sirenen. Ja, davon habe ich aber nur sehr kurz was. Es eignet sich nicht mal für eine Geschichte danach, weil ich ja danach ertrunken bin. Und die Lungen voller Wasser leiten mich nicht wirklich zum Sprechen an. Hm. Das stimmt allerdings. Aber vielleicht kommst du mit ihr, kannst du mit ihr ein Deal machen. Wenn du erstmal ihr, wie gesagt, reinige ihr das Wasser. Ich reinige dir nicht das Wasser, wer bin ich denn? Entschuldige bitte, aber sie kommt auf den Grund und Boden, den ich mir jetzt für die nächste Zeit irgendwie in Anspruch genommen habe. Und ich war zuerst da. Es war viel Arbeit, irgendwie daran zu kommen. Und jetzt kommt die. Schon, aber nun, ich kann dir ja nur... Was gegen mich? Die ist bestimmt auch wieder von irgendeiner schleimigen Unterweltkröte geschickt worden. Ich weiß schon, wie das sein könnte. Ah. Oder aber, ne, wenn du es halt nicht reinigen willst, dann reinige es doch mit Chlor. Und anderem Zeugs. Ich weiß nicht. Dann ist die halt sehr ungehalten. Vielleicht geht die wieder, aber... Ich will nicht, dass sie ungehalten ist. Das war meine Meinung. Deswegen ich werde vermutlich einfach umziehen, das wird das Beste sein. Also ich meine, ein Taxifahrer mit Pool ist schon ziemlich awesome. Aber dann einfach mal spontan nochmal umziehen können? Ja. Wie hoch waren nochmal deine Preise? Deine Uhr ist gar nicht... Ist dort, oh, darüber können wir noch verhandeln. Mein Zuhause ist dort, wo meine Füße mich hintragen, bis sie müde sind. Also von daher... Okay. Aber gut, dass du es ansprichst. Was bietest du mir denn eigentlich an für diese schöne Fahrt und die Aufklärung? Ich meine, ich habe jetzt Mentorenarbeit übernommen und dein Mentor bekommt ziemlich viel von dir, auch wenn du nichts dafür aktiv machst. Deswegen, Ich habe dir ja auch geholfen mit deiner Poolreinigung. Nichts hast du. Ein Advice für ein Advice. Ein Rat für ein Rat, das ist nicht die schlechteste Idee, das können wir machen. Aber ich erkenne das nicht als Rat an. Also da habe ich noch einmal gut bei dir. Okay. Einfach deswegen, ich möchte Rat bei dir einholen und du wirst mir ehrlich antworten, bei einer Sache, von der du auch Ahnung hast. Und wir beide haben keine Ahnung von Meerjungfrauen. Da hast du allerdings recht. Damit wäre ich einverstanden. Er streckte die Hand hin. Ich werde dir antworten, dass es dir... Also, das ist mein... Moment. Ich glaube, die Worte sollte ich jetzt sinnvoll wählen, glaube ich, oder? Naja, ich frage lieber nicht nochmal nach. Das wäre schon wieder ein Rat. Das wäre nicht gut. Ich werde dir nach bestem Gewissen helfen, dass es dir danach gut geht. Damit bin ich nicht einverstanden. Nach bestem Gewissen heißt nicht, dass dieses Gewissen dann für mich ausschlägt in irgendeiner Richtung. Ehrlich, einfach nur ehrlich, die Wahrheit. Das, was du für die Wahrheit hältst. Ja, dann das heißt aber nicht, dass ich dir unbedingt einen Rat geben muss, sondern dass ich dir vielleicht ein Geheimnis verraten muss, was ich dir gar nicht verraten möchte. Nein, du sollst mir einen Rat geben und dieser Rat soll von freiem Herzen und mit Ehrlichkeit und Tugend soll er gefüllt sein. Und Wohlwollen mir gegenüber. Wohlwollen so, wie es deinem Natur ja eigentlich entspricht. Genau. Also, ich habe kein Problem, dir wohlwollend einen Rat zu erteilen. So wie wir es gesagt haben. Gut, dann schlag ein, Junge. Ich erteile dir gerne wohlwollend einen Rat. Mit Ehrlichkeit. Schön. Was hat Ehrlichkeit? Also, warum hast du so... Die Ehrlichkeit ist mir einfach wichtig. Guck doch mal, ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn dich ein Kumpel fragt, steht mir dieses neue Shirt? Und du sagst wohlwollend ihm gegenüber ja. Aber ehrlich wäre nein. Dann wäre wohlwollend ehrlich, dir stehen andere Sachen noch besser als das. Ich habe da neulich gesehen, das hier, das wäre echt gut, aber das, was du jetzt trägst, vielleicht nicht. Das wäre wohlwollend ehrlich. Ah? Nun gut. Ich schlag an. Sehr gut. Ich bin so am Arsch. Aber nicht deswegen. Gut, er setzt sich dann an der Brücke ab und ihr geht zusammen dahin.
Ihr kommt noch rechtzeitig zum Turnier. Und die ganze Wimpel-Session ist jetzt schon vorbei. Du wirst eigentlich kaum noch auffallen. Das heißt, du kannst nicht wirklich negativ auffallen. Jedenfalls nicht den Obersten. Es ist sowieso nur der Graf per se zu sehen. Thorald ist im Turnier beteiligt und wird am Ende von der Fiona einfach zerhackstückt. Also beziehungsweise er zerhackstückt erst sie einfach, weil er halt 50 Meter groß ist und 7 Tonnen wiegt. Aber irgendwann gerät sie halt in Rage, weil, also weißt du, die liegt dann halb am Boden und der gibt ihr noch eine Chance aufzustehen und das Publikum grinst ein bisschen verschmitzt, ein paar Johlen, irgend so ein Puke am Rande sagt, und dadurch gerät sie dann echt in Rage und prügelt ihn halt wieder weich. Ansonsten, was ist da noch? Da sind irgendeine die wilde Kreaturen oder so ein Shit, ne? Warte, lass mich das ganz kurz nochmal nachlesen. Die Session, mit denen wir fragen mal unseren Grafen, ob er uns dies oder das geben kann oder bitten um Vergebung, ist offenbar schon vorbei. Und ansonsten ist noch viel Musik, Tanz. Das Trago vom Saturn ist auch da und macht ein bisschen Party. Auch die machen auch eine kleine Schauspielaufführung. Ich sag mal, es ist nicht kreativ, aber trotzdem passend. Deswegen werden sie einfach einen Sommernachtstraum spielen, aber so wie er sich wirklich geeinigt hat. Genau. Und dann ist halt einfach Feier, relativ gediegen und ruhig, aber nett. Und nein, du wirst keine Chance kriegen, mit Thorald zu reden, weil der wurde windelweiche Prügel und wird dann zurückgezogen. Ja, ja, der wird zurückgezogen und dann ist es ja wohl die Aufgabe seines Schülers, ihn zu helfen. Also ich bin heiß mit, also ganz ehrlich, da müssen die mir da schon, die müssen mich schon quasi davon abhalten, ihm nicht zu helfen. Das ist okay, du gehst in das Zelt, in das er dann halt so gestützt wird und davor versperrt dir ein Nöcker den Weg. Was haben wir denn da? Ich bin Mündel, ne? Okay. Ja, ne? Ja. Hm. Das Mündel von Thorald. Wie sie sehen. Dürfte ich gerne einmal zu meinem Meister. Nee, der wird gerade gesalbt und die Krieger werden danach vom Grafen geehrt, deswegen gehst du da jetzt nicht hin. Weißt du, der will heute noch was Schönes erleben. Ja. Das kannst du ihm nur jetzt nicht versauen. Das hatte ich auch nicht vor. Mit der Visage, Alter. Nun, er ist immerhin mein Mentor. Ja, genau. Und hat er dir gesagt, du sollst herkommen jetzt? Nee, aber dadurch hat er gewisse Rechte und Pflichten. Ja. Und du möchtest ihn von den Rechten und Pflichten abhalten. Warte mal, nee. Ich kenne ziemlich genau die Rechte und Pflichten, die dann irgendwie eine Rolle spielen. Es ist nicht seine Pflicht, ständig für dich erreichbar zu sein, mein Junge. Nun, dann dürfte ich ja kurz einmal an ihm vorbeitreten und mit ihm sprechen. Ich denke eben nicht. Ich weiß nicht, was du daran nicht verstanden hast. Er wird jetzt gesalbt und später geehrt. Das steht mir auch zu. Hast du beim Turnier gekämpft? Ich weiß, das ist eine schwer zu beantwortende Frage für ein Heinzelmännchen. Also nochmal. Hast du beim Turnier gekämpft? Hättest du mich herausgefordert, dann vielleicht. Aha, also mit anderen Worten, nein. Wer kommt hier rein? Die Leute, die beim Turnier gekämpft hat. Also, verpiss dich. Wann ist er denn von seiner Ehrung zurück? Was weiß ich denn? Na, du scheinst mir ja so allwissend zu sein. Ich mach dir einen Vorschlag. Er kramt eine Sanduhr aus seinem Gewand. Drehst du um. Wenn der Sand durch ist, ist er fertig. Ach, die Dinger von euch funktionieren würden vernünftig. Bitte, was hast du gerade gesagt, du dreckiger... Ich dreh mich um und gehe. Du im Schlamm spielender kleiner... Ich werde eine David-Vernichtungsmaschine bauen und sie wird so gut funktionieren, wie was zuvor und wie nie wieder was danach. Wie gesagt, ich höre ihn wahrscheinlich noch fluchen, aber ich gehe einfach.
Wenn du so 20 Meter weg bist, hörst du von hinter dir einen großen, großen Knall. Okay. Ich guck mich einfach mal um. Er ist ziemlich mit Ruß bedeckt und flucht noch immer. Um ihn herum gibt es keinerlei Anzeichen von Verwüstung. Abgesehen von der Sanduhr, die er immer noch in der Hand hält, die auf jeden Fall jetzt vollkommen zersplittert ist. Und ein paar der anderen Nöckermaschinen, die dort rumstanden, was man da so halt braucht, keine Ahnung, Glühwürmchenbeleuchtung und sowas. Die ganze Technik, die von denen ist, ist auf jeden Fall ordentlich zerrumst worden. Vor allen Dingen die viel zu vielen Zahnräder und Dampfkolben liegen irgendwo rum. Alles klar. Aber er flucht weiter. Ja, das ist in Ordnung. Ich lache ein bisschen in mich hinein. Ich werde niemals einen Nocker-Robus kriegen, ich weiß das schon, aber das ist mir egal. Da hast du auch niemals Kopfschmerzen. Ja. Beauty. Ich ergötze mich an dem weiteren Turnier Ezitara. Ja, das würde vermutlich länger gehen, als du heute noch Zeit hast. Ja, ist ja nicht das Problem. Also ich würde dann halt quasi nur wieder das Gespräch mit irgendwelchen Einzelmännchen suchen und dann halt mal so, ne, nach dem ganzen Sinn und Zweck dieses Krams fragen und wo man denn solche schönen Wimpelchen herkriegen würde. Die Wimpel sind nur für direkte Vasallen und Angestellte, also es ist auch absolut okay, dass du mit keinem gekommen bist, weil es für dich nicht angemessen wäre. Also du hättest auch keinen bekommen können, aber das war ist vor allen Dingen noch von früher, wenn die Vasallen der Grafschaften und so, da gab es ja einfach noch viel mehr Kleinstaatereien, ne? Da kamen dann die Adligen überall aus deinem Land und haben dir halt eher gesagt, du bist der Geiste und die Treue geschworen. Das ist ja jetzt nicht mehr so der Fall, weil es aber auch zu wenige Ski gibt. Deswegen ist es heute halt eher so ein bisschen zeremoniell und einfach Spaß haben und mal Ritterturnier und so einen geilen Shit haben. Was hat das mit diesen Häusern auf sich, die zusammenkommen? Also es ist dann halt immer... Häuser? Naja, also es sind ja die Wohngemeinschaften sind ja zusammengekommen. Haushalte. Genau, die Haushalte. Man kommt als Haushalt, das ist auch so eine Sache von früher, da wurden so Sachen, haben sich Feen zusammengeschlossen in einer Sache, die sich Kunterbund nennt. Einfach weil im Mittelalter und davor war es für die wenigsten Personen sinnvoll, alleine zu reisen, weil, du weißt schon, war echt gefährlich. Und auch in einem, irgendwie in einem Dorf oder so, wenn es da in einem Dorf von 40 Leuten drei Feen gab, dann haben die sich Kunterbund oder Haushalt genannt und hatten dann halt jemand, der für die spricht, weil ja alles noch ein bisschen hierarchischer gemacht war. Aber das ist natürlich heute noch übrig geblieben, einfach in der Welt des Adels. Für die Gemeinden spielt das fast nie eine Rolle. Niemand betrachtet euch als Hausgemeinschaft, als einen Haushalt, der irgendwie zusammenhält, sondern ihr werdet als Einzelperson betrachtet. Außer ihr beide halt, weil ihr halt viel zusammenhängt, ne? Aber auf so einem Fest spielt das halt theoretisch eine Rolle. Jedenfalls für die Ski, vermutlich. Okay, gut. Neue Gerüchte. Es ist halt... Hallo, es ist ein großes Zusammentreffen. Alle sind da. Du bist bestimmt jemand, der Gerüchte erzählt. Klar. Klatsch, Tratsch. Was eigentlich im Umlauf ist, dass Baroness Soff die Sache mit diesem Ätherstein nur irgendwie in Umlauf gebracht hat, aber dass den entweder nicht gibt oder der auf jeden Fall nicht hierher kommt, um finstere Ziele zu erreichen, die Welt mit Vampiren und Dämonen zu überspielen, damit sie ihre geheimen Rituale noch weitermachen kann, um schließlich die Weltherrschaft an sich zu reißen. Wofür braucht sie dafür Vampire in jeder Stadt? Für das Dunkle! Keine Ahnung, aber so in der Richtung. Also darüber ist man sich noch nicht ganz einig, aber ist auf jeden Fall von ihr nur in die Welt gesetzt worden. Das ist natürlich schade, aber so einen Ätherstein hätte ich natürlich auch gerne. Sicher. Wie würde ich denn an einen rankommen? Wie muss ich denn einen bauen, wenn ich einen bauen möchte? Niemand weiß, was das ist, also ist es, weiß ich nicht. Ach so, na gut, das ist natürlich schwierig. Aber es wäre schon cool, wenn man so ein paar magische Artefakte hätte. Du weißt doch nicht mal, was der macht. Arm ist besser als brauchen. Außerdem stell dir mal vor. Lieber nicht. Ich stell mir nicht, lieber nicht vor, dass du den besitzt.
Warum denn nicht? Nur so. Was bist denn jetzt so? Ach du. Habe ich hier schlechte Schwingungen? Bitte was? Spüre ich hier schlechte Schwingungen? Am Hof? Naja. Du sagtest gerade, ich krieg den nicht, weil das wäre nicht schön, das wäre nicht gut. Also, ne, also, könntest du dir nicht gut vorstellen. Ja. Bad Vibes. Na, du betonst doch selbst immer, dass du noch so neu bist. Da würde ich dir sowas einfach nicht gerne in die Hand drücken. Ja, aber vielleicht bringt es meine Erinnerung an einem anderen Leben zurück oder so. Wäre auch episch. Stell dir mal vor, so ein Stein, wo man einfach als Neugeborener anpackt und zap, letztes Leben ist da. Stell dir mal einen Stein vor, den du anpackst und du öffnest den Äther und das ist die Dimension, aus der die Toten und Geister, die Albtraumchimären und Vernichter kommen. Wäre auch geil, oder? Das Ding sollte man ja nicht produzieren. Ja, das sollte man dann deswegen würde ich es dir auch nicht in die Hand geben, wenn es das gäbe. Mit anderen Worten, lieber nicht, mein Junge. Aber warum sollte man das bauen? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Braucht man nicht eher coolen Shit, der irgendwie Spaß macht? Du hast ein Spannerwerkzeug gebaut, mein Junge. Du bist mal ganz ruhig. Woher weißt du das? Was mit deinem gefährlichen Kukrohr? Also OT, ja klar, aber mit wem spreche ich denn überhaupt gerade? Das war ein Ingame-Gespräch? Ich dachte, wir haben gerade Outgame rumgeblödelt und ich versuche nebenbei was aufzuschreiben über einen Nöcker, der dir versprochen hat, eine David-Vernichtungsmaschine zu bauen. Ach so, gut. Ja! Du, Entschuldigung, ich dachte, das war alles Outgame. Sonst hätte ich das anders gemacht. Sehr gut. Nee, alles gut. Dude. Ja, dann will ich mir das natürlich auch nicht geben. Ich dachte gerade, irgendjemand hat eine Hasskappe gegen mich, außer die Nöcker. Nein. Und den Prinzen. Nein, und auch nicht alle Nöcker. Jetzt vielleicht schon, du hast ihre Maschinen beleidigt, das ist eine schlimme Sache. Graf, nicht Prinz, wir sind nicht bei Vampire. Stimmt. Whatever, das andere Ding da, der Typ, der immer gemein ist. Genau. Nieder mit dem Adel. So is it. Junge, ich hole. Ja gut, dann würde ich mich rechtzeitig auf den Weg machen, um rechtzeitig quasi da zu sein, wo ich hingehöre. Natürlich würde ich quasi mein Puka-Wimpel mitnehmen. Also geht's auf dem Weg nochmal nach Hause. Ist okay. Sophie? Mhm? Du willst dir das angucken und dann auch nochmal nach Hause gehen vorher? Also Sophie wird ein bisschen irgendwie sich angucken, wie die da alle hinpilgern, aber auch nicht Ewigkeiten, das wird irgendwann zu langweilig. Dann tuckert die nochmal durch die Stadt, geht vielleicht nochmal kurz, einfach nur aus Interesse, weil sie gucken will, ob in der Kneipe was ist. Also ob da jetzt noch jemand ist oder ob die zu ist, aus Gründen. Du meinst die in der Barfüßerstraße oder von deinem... Welche sonst? Haben wir noch eine? Na, du hast ja ein NSC mit einer Kneipe. Ach so, nee, da nicht. Dafür ist es noch zu früh. Ja, die hat noch nicht offen. Das Trago ist halt am Hof. Ich denke nicht, dass es offen hatte. Nur war auch nur... und dann, ja, wie gesagt, die macht eigentlich eher einen großen Stadtspaziergang und dann geht sie nach Hause. Okay. Stadtspaziergang, vermutlich wirst du am Fluss vorbeikommen ab und zu. Das kann gut sein, die wird wahrscheinlich sogar eine Weile am Fluss entlanglaufen. Unterwegs wirst du irgendwann Herrn Satz sehen, der einem Mann mit 47 Schwimmringen, Kiemen, großen grünen Glubschaugen, die äußerst wässrig sind und keinen Beinen, sondern einem wunderschönen Fischschwanz. Das ist die schönste Meerjungfrau, die ich je gesehen habe. Mit wenig Haaren, aber dafür vielen Doppelkinnen. Schwabbel selbst an den Fingern. Also der ist auch wirklich sehr fett. Und an den falschen Stellen behaart. Aber es ist wirklich die schönste Meerjungfrau, die du je gesehen hast, aus Mangel an Alternativen. Auf jeden Fall wird er dieses Wesen ganz offenbar bezahlen mit Zigarillos, in denen Glamour gesammelt ist. Also so eine kleine Schachtel. Und wird ihm dann die Hand reichen und sich tief vor ihm verbeugen. Und dann springt er wieder anmutig wie eine Meerjungfrau
sodass jeder einzelne Ring im Sprunge sanft, wie einer Welle gleich, am Körper entlang wabbelt, wieder ins Wasser tauchen. Hm. Majestätisch und auch ein bisschen eklig. Hm. Ja, sie überlässt Sandro seinen Geschäften. Ja. Und machst dann noch einen langen Stadtspaziergang. Ja. Gut. Dann werdet ihr euch beide aufmachen, sagt er. Ja. Okay. Sie, zum Petersberg fährt man ja mit dem Fahrrad, denn das ist halt schon außerhalb der Stadt, sogar ein Stück weiter. Sophie kann auch mit dem Roller fahren und David hinten drauf nehmen. Das stimmt, das könnt ihr natürlich auch machen. Aber es ist auf jeden Fall schon eine längere Fahrt für die Verhältnisse und auf jeden Fall ohne Öffis. Wie viel Bevölkerung ist denn da? Auf dem Petersberg? So allgemein? Keiner. Und auf dem Weg dahin? Ja, doch. Du fährst halt durch die Stadt auf jeden Fall ein Stück. Und danach das ein oder andere Dorf und sowas und Suburbs. Ich würde quasi die erste Hälfte mit dem Fahrrad fahren und dann auf meinem lieben Freund raten. Genau. Ja, es wird bestimmt irgendwelche Wanderwege geben, wo jetzt auf jeden Fall keiner mehr unterwegs ist. Das heißt, die kannst du auf jeden Fall nehmen, das passt. Oh, das ist eine gute Idee, wenn das geht. Ja, sicher. Bisschen socializen mit dem Tier, hallo? Wenn ihr eher losgeht, die sind halt nicht so schnell wie ein Roller. Klar, könnt ihr das machen. Warum nicht? Okay, cool. Okay. Das ist ein Hügel. Das wird nur Berg genannt, weil die umgebende Landschaft eher flach ist, wie man sich denken kann. Es ist komplett bewaldet. Oben hast du so ein paar, nicht direkt Aussichtspunkte, sondern eher so einfach auf Lichtungen, Bänke und so ein Shit und illegale Feuerstellen. Und ja, dann kommt ihr da oben an. Der Puka sitzt schon auf der Bank in Begleitung von einem Nutria-Puka-Mädchen. Die ist ungefähr 17, glaube ich. Also, die ist unter 20 definitiv. Also noch nicht legal. Sie ist vermutlich noch nicht legal, aber du kannst dir mal einen Ausweis zeigen lassen. Nee. Darf ja auch keine Gelegenheit auslassen. Aloha! Siehst du, ich hab's dir gesagt. Sie sind unpünktlich. Sowohl Schneewittchen als auch der böse Wolf. Hi. Bin ich jetzt der böse Wolf oder bist du Schneewittchen? Mit wem hast du geredet? Naja, mit Sophie, weil sowohl als auch böse sind. Ja, die antwortet dir nicht. Oh Gott, das sind ja voll die Normies. Wer ist hier normal? Ich hab hier übrigens ein sehr schlechtes Puka-Wimpel, weil es ja Tag der Wimpel und so. Oh, fick. Ihr ist es besser geworden, aber nun, es ist ja auch ihr Job. Achso, nee, du hast so fies gekriegt. Oh, Wahnsinn, geil. Dann kriegst du halt das Geile. Dann habe ich natürlich auch nicht gedacht, dass es schlecht aussieht. Das ist das schönste Nutria, was ich je gesehen habe. Darf ich es behalten? Klar. Dankeschön. Wie auch immer, können wir jetzt bitte, also wir sollten mal irgendwann zur Sache kommen. Es wird gleich wieder hell und ich habe keine Lust, umsonst hier hochgeklettert zu sein. Ich bin kein Berglöwe, ich bin ein Bergpuma. Mhm. Also schön, in welcher Funktion bist du eigentlich hier, David? Sophie guckt kurz auf das Nutria. Er macht mit. Wie ich bereits sagte, habe ich mich darum bemüht, eine Zeugin zu finden. Das ist Hanna. Hanna ist von ausgesprochener Reife. Und hat die besten Voraussetzungen dafür. Außerdem würde ich ihr mit meinem Leben trauen, nicht aber mit dem Leben meines Erstgeborenen. Mein Zweitgeborener, ja, wenn ich gerade wütend auf ihn bin. Nun gut. Ich gehe davon aus, dass ihr euch nicht informiert habt, was es mit dem Alter Stille auf sich hat, aber ich habe auch nicht viel anderes erwartet. Ihr wirkt mir nicht besonders umsichtig. Wie auch immer, was das Wichtigste ist, viele versuchten, den Eid der Stille
zu umgehen. Also sage ich euch, wie es geht, ihm zu umgehen, ja, wenn ihr mich dann später verraten wollt. Er gilt nicht für Bild und Ton, nur Sprache. Das gesprochene Wort ist wichtig. Schön. Er wird dann zum Himmel blicken, wo langsam, da es ja wie gesagt ein wolkenloser Tag ist, Mond und Sterne zu sehen sind. Die Zeit ist reif. Noch was, das wäre auch noch ganz wichtig. Könntest du bitte dein Handy weglegen? Also, ich lege mein Handy weg. Er meinte Hannah. Ich lege meins auch weg. Sehr gut. Nur um das klarzustellen, ich tue das für dieses kleine Mädchen. Ich meine, natürlich sehe ich das Ganze als persönlichen Angriff auf mein Kiff und die Gesamtheit der träumenden Wesen. Aber eigentlich geht es ausschließlich um die Kleine. Schön. Ich habe hier, also du erwartet. David, du bist definitiv dabei. Mhm. Ich habe hier auf einen Zettel geschrieben, so würde ich das machen. Er zeigt euch einen bekritzelten, wirklich übelste Sauklaue. Zettel, man kann es gerade noch so lesen. Da steht drauf: Alles, was wir drei besprechen, solange wir auf einem Bein stehen. Wäre sie damit einverstanden? Ja. Dann müsst ihr das auch noch aufschreiben. Sophie. Doch, ja, die hat ja immer Stifte. Holt einen Stift raus. Schreibt drauf, einverstanden. Nein, das, was ich geschrieben habe, musst du auf den Zettel schreiben. Das, was auf dem Zettel steht, wird Gegenstand dessen sein, worüber wir nicht mehr sprechen, außer wenn es wirklich notwendig ist. Okay, dann schreibt Sophie das auf. Ich meine, normalerweise schreibt man da einen expliziten Sachverhalt drauf, jedenfalls machen das die Langweiler. Aber ich dachte mir, da wir ja erst in die Planungsphase gehen, wäre es doch sinnvoll, wenn wir das ein bisschen erweitern, vorgreifen, sodass wir immer mehr hinzufügen können, bis wir dann schließlich und letztendlich alle töten. Ja? Ja, ja. Ist das generell dann alles, egal welches Wort wir dann, umschließt das alles? Alles, was oder nur wir das wir heute? Solange wir auf einem Bein stehen, für ein Jahr und einen Tag. Und natürlich alles, was du denkst, wenn du auf einem Bein stehst. Ja, ja. Ah, verstehe. Ist okay. Sophie schreibt dann drauf irgendwie, ja, alles bla, was alles, was wir besprechen, wenn wir auf einmal. Ja, sie macht aber irgendwie die Dingens noch, was mit diesem Projekt quasi zu tun hat. Also, weil sie hat jetzt keine Lust, Zeit ihres Lebens, dass sie über nichts mehr reden kann. Was weiß ich, weißt du? Nimm den Zettel weg. Es wäre natürlich günstiger, wenn du schreiben würdest, was ich geschrieben hätte, weil das Ganze sonst nicht funktioniert. Aber ich kann verstehen, dass du das anders machst. Ich bin auch ein ziemlicher Rebell. Das wusste sie doch nicht. Ich habe das Gefühl, ich sollte noch mal erklären, warum ich das so gemacht habe. Ja? Ja? Mhm. Also. Selbstverständlich haben die Ski einst diesen Eid erfunden, damit sie verheimlichen können, was sie in ihren Kämmerchen machen. Bondage und so weiter. Und im Normalfall schreibt man da drauf: Wir wollen nicht mehr davon sprechen, wie ich dir einst eine runtergehauen habe und du das geil fandst. Und dann kann man nicht mehr darüber sprechen. Oder man versaut sich ziemlich heftig. Das wäre lustig, nicht wahr? Soweit war ich schon. Ja, aber ich möchte, da wir viele Sachen besprechen werden, von denen keiner erfahren soll, außer natürlich was schon, Mutti. Man sollte nichts von Mutti geheim halten. Also, um das halt zu erfüllen, dachte ich mir, alles, was wir besprechen, zu jedem Zeitpunkt, solange wir dabei auf einem Bein stehen, wir drei, also ich dachte zwei, aber drei, okay, darüber sollen wir nicht mehr sprechen. Das heißt, wir können zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort, den Eid erweitern mit neuen Sachen, die dann nicht mehr nach außen getragen werden dürfen. Das Problem ist jetzt, wenn wir aber nebeneinander herlaufen, stehen wir ja auch auf einem Bein, oder? Teilweise. Nein, dann laufen wir stehen nicht. Na gut. Ist das so explizit?
Ich hasse diese Korinthenkacker. Ich dachte, dein Mentor wäre ein Troll und nicht ein Slur, aber du klingst einfach nur wie eine Mischung aus beidem. Mit einem Schuss Erdbeerschnaps. Ja, Sophie schreibt es dann quasi nochmal auf, was er auf den Zettel geschrieben hat und gibt ihm den Stift, damit er es nochmal drunter schreiben kann. Also ihr braucht 3 separate Zettel halt, aber die gibt er euch. Zettel hat er dabei. Okay. Vorsorglich ein paar mehr. Hätte sie zur Not auch gehabt, aber ist kein Problem. Ja, ich schreibe das mit drauf. Gut. Dann faltet er seinen Zettel. Einfach irgendwie in der Mitte und dann nochmal quer und so und kein nicht irgendwie in einer besonderen Art. Ja, ich falte meinen auf. Und legt ihn auf den Boden. Und dann wird er den Blick gen Mond und Sterne richten und sich hinknien. Ich tu das auch. Ja. Das Nutria-Ding knabbert noch kurz ihre Möhre zu Ende, legt ihr Handy kurz weg, kommt dann auf euch zu und streicht jedem von euch mit einem Zeigefinger über den Mund. Und das ist etwas kribbelig, wie elektrostatische Aufladung. Und die Worte werden euch gleich automatisch in den Mund kommen. Wir machen das diesmal nicht gleichzeitig, sondern jeder von uns macht ungefähr grob ein Drittel. Und ich schicke euch das gleich im TS. Okay? Mhm. Schön. Flumi, du wirst anfangen. So, warte. Wir besiegeln unser Schweigen unter dem Mantel der Nacht. Für ein Jahr und einen Tag soll keiner davon erfahren, was hier niedergeschrieben wurde. Die Stille soll jeden Winkel jedes Raumes erfüllen und den Ohren der Tuatha de Danann erklingen. In den Ohren, naja. Der Mond, die Sterne und Hanna legen Zeugnis ab für unser Gelöbnis und der Traum selbst erfüllt uns mit den Kräften, unsere Zunge zu zügeln. Der, der den Eid bricht, den soll das Mal der Schande zieren, auf das die Kräfte des Traums ihn finden und strafen können. Das Licht der Sterne wird jetzt stärker als zuvor auf eure Zettel fallen und die Tinte aufsaugen. Ihr seht dann leichte Schlieren davon in den Himmel aufsteigen und am Ende bleiben vollkommen weiße Blätter zurück und ihr spürt nochmal ein starkes Kribbeln auf euren Lippen und eure Zungen werden kurz etwas schwer, wie als hättet ihr eine ordentliche Menge Schnaps getrunken. Des Weiteren kostet das echt viel. David, Junge. Das ist deutlich mehr, als du in den Kleinod gepackt hast. Okay. Aua. Aber mir geht es noch halbwegs gut. Dir geht es an sich noch gut, aber du fühlst, dass der Traum für dich weiter in die Ferne gerückt ist. Hanna wird dann als nächstes ihr Handy nehmen, ihre Karotte euch zuwinken. War schön, euch kennenzulernen. Außer dir, Schneewittchen, dich mag ich nicht. Dann fährt sie weg. Mit ihrem Rad. Was für ein Flittchen. Hat Hanna eigentlich auch Glamour verloren oder hat sie wenigstens dazu gekriegt? Gar nicht. Also an der hat sich nichts verändert, nur bei euch dreien. Der Puka stellt sich jetzt auf ein Bein und guckt euch erwartungsvoll an. Es scheint so, als würde ihm das im Gegensatz zu euch sehr leicht fallen. Sophie macht sie mal nach. Jo. Also. Ich würde einfach mal sagen, was ich mir bisher gedacht habe. Ich dachte mir, ich stehle eine Goblinfrucht vom Schwarzmarkt. Und da ich vermutlich vor Shamhain eher unter Beobachtung stehen werde, wegen. Nicht, ja, ziemlich unglückliche Geschichte. Ich habe die Frau des Grafen vernascht.
zieht ihr dann das kleine Kindchen auf und wenn es bereit ist, naja, und ich es noch ein wenig anschubse und seine Brüder und Schwestern, eigentlich vermutlich nur Brüder, aber ich habe nie so genau nachgeguckt, dann, naja, wird das im Schloss und in den umliegenden Ländereien für genug Freude bei allen sorgen, dass sie in einen opiatgleichen Zustand versinken und du dein Bildchen malen kannst. Alles klar. Gefällt mir. Was genau ist eine Goblinfrucht? Stell es dir vor wie eine Mango. Eine Mango, die irgendwann ihre Mango-Freunde zusammentrommeln wird, um Chaos zu stiften. Also Goblin, also okay, gleich was haben wir fiese eigentlich? Kleine Biester, die Chaos verbreiten, wo auch immer sie gehen und stehen. Das ist eine Unterstellung und eigentlich ein ziemliches Vorurteil, aber die Welt macht sie ja zu nichts anderem. Ja. Vorurteil, ja, es war eine blöde Formulierung, aber... Was haben wir jetzt eigentlich genau vor? Er ist nicht mal aufgeklärt, der arme Junge. Doch, ich hab's ihm eigentlich schon mal gesagt. Ach, also dieses komische Bild mal. Ja, ist, genau. Du willst das überall... Ich wollte es nur mal... Also jetzt haben wir drüber gesprochen, jetzt können wir nicht mehr darüber mit anderen reden, richtig? Ja. Siehst du? So dumm war das gar nicht. Also ich meine, es gibt eine Ausnahme, aber... Naja. Ja, nur zur Fairness. Vermutlich wird der Graf so erfreut sein. Erfreut sich ja an den Kunstspielen, an artistischen Leistungen und so weiter. Und da sind die Goblins ganz vorne mit dabei. Dass er so abgelenkt ist, dass ich mir vorstellen könnte, selbst ein paar andere weitgreifende Veränderungen an seinem Schloss durchzuführen. Sachen, die ich schon immer mir überlegt hatte und die ich nie umsetzen konnte, maßgeblich auch wegen Faulheit. Und ich werde euch nicht genau sagen, worum es sich handelt. Auch sie kitzelt mich an der rechten Ferse. Ich bin da ziemlich empfindlich. Aber das nur von weg. Ich werde natürlich so nett sein und das erst machen, wenn du fast fertig mit deinem Bildchen bist, denn meins geht schnell. Und ich will ja dann nicht, dass plötzlich sich die Aufmerksamkeit irgendwie vom einen zum anderen wendet. Was sind das für Änderungen? Das werde ich euch nicht sagen, wenn ihr mich nicht an der rechten Ferse kitzelt. Hörst du nicht zu? Ich kitzle ihn an der rechten Ferse. Er stampft ihm mit seinen Krallen ins Gesicht. Au! Au, das hat weh. Du hast gesagt, ich soll... Ach, verdammt. Es tut mir leid. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Also jetzt mal im Ernst. Wie auch immer. Das wäre mein Plan. Ich werde etwas der Kräfte des Traums von anderen Puka beschaffen können. Sie werden es mir freiwillig geben, weil ich eine Pistole auf sie zu richten gedenke. Und ich könnte dich also etwas unterstützen bei diesem Unterfangen, aber du wirst zumindest einen Teil selbst beisteuern müssen. Auch deswegen, weil, es nur fair wäre. Das ist klar. Damit habe ich gerechnet. Gut. Ich bitte dich nur, so lange mit was auch immer du vorhast zu warten. Bis du fast fertig bist, das werde ich tun. Wenn ich an dem Tag gut drauf bin. Ich gebe zu, ich bin etwas launisch. Es wäre in meinem Interesse, wenn du ergriffen wirst, bevor du fertig bist. Dann würde sich diese ganze Aktion hier ziemlich lohnen. Also verlass dich nicht ganz auf mein Wort. Sie schaut ihn an, wie sie hat gerade echt nicht gerafft, was er ihr sagen wollte. Du sollst dich nicht erwischen lassen, bevor du fertig wirst, sonst lohnt sich der Scheiß nicht. So ähnlich. Was du in Frage gestellt hast, war doch gerade meine Loyalität. Ich finde, du kannst Nein, ich habe deine Loyalität nicht in Frage gestellt.
wie die eines Trolls. Okay, dann habe ich dich nicht verstanden, aber okay, cool. Nein, ich weiß nur nicht, was du vorhast, deswegen. Gewagtes und schönes, längst überfälliges. Na gut. Ich werde unsterblich. Es ist prinzipiell ja nicht schlimm. Ich dachte nur, da wir uns jetzt ja übelst hart vertrauen können, könntest du das auch sagen. Meinst du, das wäre gut für dich, kleines Heinzelmännchen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Großes Bugermännchen. Vielleicht werde ich euch einweihen. Vielleicht werde ich es nicht tun. Seid euch aber sicher, dass wenn ich es tue, ihr euch ärgert. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Denn sollte ich euch einweihen, dann könntet ihr ja nachher befragt werden vom Grafen. Wusstest du, dass er das königliche Klo verstopft hat mit 50 Toilettenpapierrollen? Dann wird die sagen, ja, das wusste ich, mein Grafen. Er wird sagen, aha. Das werde ich ja nicht können. Quasi werde ich sagen, darüber kann ich nicht antworten, weil... Oh, glaube mir, du kannst, du wirst nur vom Traum bestraft. Und ich weiß nicht genau, was du vorziehen würdest bei der Folter, die über dich kommen lassen wird. Ah, okay. Und dann, das ist natürlich ärgerlich. Es ist schon wichtig, dass ihr trotzdem noch zumindest das Mindestmaß an den Tag legt, von Anstrengung, nicht euer Plappermäulchen aufzureißen. Aber der Traum wird euch helfen. Naja. Ich meine, ja, das wird... Er wird euch schon... Ich meine, ihr habt ja... Das wird er schon machen, der Traum. Der soll... Das passt schon. Dann müssen wir irgendwas vorbereiten oder so? Glimmer sammeln. Ja. Davon mal abgesehen. Für... Was auch immer. Nein, ihr müsst nichts vorbereiten. Das Kuckucksei. Außer, dass ich morgen, also wie gesagt, die Frucht stehlen werde und ich werde sie danach direkt zu euch bringen. Ihr solltet euch also auf jeden Fall nicht einen Ort besorgen, an dem ihr für die nächste Woche mindestens vielleicht 10 Tage, wenn alles schlecht läuft, einen Goblin aufziehen könnt. Und was braucht man dafür? Einen Ort, an dem du nicht gestört wirst. Also, und der viel, viel frische Milch bereithält. Also ich meine nicht, um sie zu füttern, aber um dich zu beruhigen, denn Milch wirkt ja bekanntlich beruhigend. Ein kleiner Goblin, er ist er zehrt von Chaos. Und das auch das Chaos, das er selbst anrichten kann. Er wächst sehr schnell und wenn du nicht hinguckst, dann hat er sich schon vermehrt. Pass nur auf, dass sie kein Messer bekommen. Sie stechen gerne Feen ab. Und wenn er dann groß genug ist, so im jugendlichen Alter, wenn man das so sagen kann, dann wird er sich sammeln und mit seinen kleinen Genossen und Genossinnen wird er die Quelle größten Chaoses finden in seiner Umgebung und sie an sich reißen und einnehmen. Und dann wird er dort eben sich vorbereiten, denn es zieht ihn automatisch zur Quelle größter Ordnung in seiner Umgebung. Und die wird er dann recht bald belagern und zerstören. Jedenfalls, wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe, ich lese mir das immer nur bis zur Hälfte durch. Dann würde ich sagen, mein Zimmer ist safe. Dein Zimmer wäre vermutlich die beste Idee, ja. Nee, nicht dafür. Ich meine, schon gut. Nein, das wäre wirklich die allerbeste Idee. Guck mal, was sich so finden lässt. Etwas Abgeschiedenheit tut ihn eigentlich nicht gut, aber wenn es nicht anders geht. Gehört, die Brauerei ist ein gutes... Mal gucken. Die armen Dinger frieren. Aber ich meine, man nennt dich auch die böse Mutter.
Die Bringerin der Schatten. Ja, ja. Na, es trennt die Spreu vom Weizen. Der Winter ist so grausam. Und ich muss mit dir zusammen wohnen. Du hast es dir selbst ausgesucht. Von mir bekommst du kein Mitleid. Ja, du kleines Frühlingskind. Das Schöne ist, ich suche immer nach den Lügen. Und das war einfach so ein, okay, er belittet mich gerade ein bisschen. Das finde ich witzig. Ja, ja. Deine Berührung ist kalt wie der Tod. Du solltest Schriftsteller werden. Haben wir erstmal alles geklärt? Ja. Meldest du dich morgen vorher? Im jugendlichen Alter werden die Dinge auf keinen Fall selbst ausziehen und solltet ihnen auf jeden Fall hinterhergehen, um sie zu euch zu kümmern. Denn wenn Goblins eins sind, dann sind sie dankbar bei denen, die sich um sie gekümmert haben in der ersten Zeit. Mhm. Ich melde mich, aber ich melde mich nicht über die Necropost. Nee, ich dachte schon wahrscheinlich übers Handy, ja? Ja, ich habe heute eine Ausnahme gemacht. Ja, Handy. Brauchst du unsere Handynummer? Was will ich mit deiner Nummer? Habe ich mit dir einen Eid geschworen? Ja. Dann soll ich sie wohl dringend bekommen. Mhm. Er kriegt so fies Nummer. Meine auch. Sag nur, gib mal dein Handy. Ihr lässt sie sich auf die Hand schreiben von euch. Oder so. Ich hoffe, er hat einen Kuli oder einen Schildstift dabei. Hm. Na dann, see you later, Alligator. Toodaloo, Kangaroo. Schön. Ach so, wo wir gerade so frisch beieinander stehen. Hm? Sag mal, kennst du einen von euch, der eventuell so Schafswolle oder so am Körper trägt? Ich kenne jeden Puka in dieser Stadt. Du sprichst von Gerd. Gerd, dem graumelierten Bock. Meinst du, könnte ich mal mich mit ihm treffen? Ich weiß nicht. Er ist dem Grafen ziemlich zugewandt. Er wird bestimmt nicht mit dir sprechen wollen. Es wäre nett, wenn du ihm ausrichtest, dass ich mal kurz mit ihm sprechen würde. Gerne. Und was soll Kannst ich dafür du? Bekommen? Eine gute Frage. Was fettest du denn gerne? Dafür. Überleg dir also, was du mir anbieten kannst, bevor wir da irgendwie was ausmachen. Alles klar. Dann danke schon mal erstmal für die Info. Er nickt, dreht sich um und geht. Dito. Wir fahren zurück. Reiten und fahren, ja. Wir reiten und dann fahren wir. Alles, was ihr heute noch macht, machen wir noch. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht bis zum nächsten Tag gehen. Ich finde die Puka immer ein bisschen strange. Das ist schwierig, weil wir jetzt quasi es in Time extrem spät haben und wahrscheinlich alle sehr müde sind. Da wird nicht mehr viel passieren. Wir haben uns um Mitternacht getroffen. Um Mitternacht im Oktober ist es doch früh dunkel. Ja, aber es war von Mitternacht die Rede. Ach stimmt, deswegen habe ich auch gesagt, dass ihr zu spät kommt. Ja gut, ihr seid relativ spät zu Hause. Aber ihr könntet ja durchaus noch auf dem Rückweg euch unterhalten. David hat ja gerade gesagt, ja. Puka sind scheiße, was auch stimmt. Puka sind schwierig, nicht scheiße. Geht. Ja, man weiß nie, was er davon jetzt ernst meint, was nicht. Also manchmal schon, manchmal nicht. Keine Ahnung. Ja, es ist ein bisschen, weiß nicht, aber es ist noch machbar. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Und wir müssen uns auf jeden Fall regenerieren. Ist ja alters anstrengend gewesen. Ja. Ich bin quasi nur ein Schatten meiner selbst. Schlimm. Das stimmt wohl.
Naja, mal gucken. Ich habe da schon eine Idee, ich weiß nur noch nicht, wie ich sie umsetzen kann. Und ob das klappt und ob das was bringt. Hm. Ich werde sehen. Hm. Gut. Ich glaube, wir tun nicht mehr viel, oder? Oder wie, oder was? Oder hast du noch irgendwas vor? Nö. Ich mache noch einen Nachtspaziergang durch die Stadt, bis es hell wird. Vorher, also das meine, dazu würdest du ja erstmal zu Hause ankommen, ne? Nicht zwingend. Doch. Zwingend. Warum? Du bist wenn der Spielleiter das sagt. Du bist zu warm angezogen und willst die schwere Jacke weglegen. Du wusstest ja bisher noch nicht, dass der Kälte inzwischen überhaupt nicht mehr anhat. Stimmt. Es ist ja Gewöhnung, dass man dann doch eine dickere Jacke mitnimmt. Außerdem, und viel wichtiger, ich habe vergessen, dass ich die beste Ausrede habe, dich nach Hause zu kriegen, die es gibt. Dönterbox versolle. Verdammt! Dumm, dumm, dumm. Und in diesen ganzen Spätis, die jetzt noch offen haben und so, einfach nicht den richtigen. Ey, euer Kühlschrank ist komplett leer gefressen. Hallo, Weiß. Eine Spur zieht sich wüst. Also der steht auch noch offen. Mit verschiedenen offenen Packungen und so weiter. Von eurem Kühlschrank durch eure Wohnungsflur, dann bis zum Hausflur und ein paar Treppenstufen noch weiter runter. Dabei wurden das Schuhregal umgeworfen und so weiter. Du hast dich nicht an das Ultimatum gehalten. Von dem ich natürlich nichts weiß, aber... Sophie betrachtet das nur mit einem Kopfschütteln. Ignoriert's. Ich räume auf. Es scheint fast so, als hättet ihr eine Ratte in der Wohnung. Findest ein so ein kürzeres, stoppliges Haar. Ein bisschen dicker noch als so ein Fellhaar. Nicht du, du räumst es doch nicht auf, ich kenne dich doch. Stimmt. Ich finde Rattenhaar. Nee, es ist nicht direkt ein Rattenhaar. Es ist ein bisschen dicker, ein bisschen kürzer, ein bisschen schwärzer. Es ist eher so wie ein... keine Ahnung. Entweder es ist ein scharf geschnittenes Schamhaar oder eher ein Barthaar. Okay. Aber es könnte auch eigentlich von dir sein. Ah nee, es ist nicht rot. Ich sehe gerade, ich vergaß. Es ist übrigens nicht rot. Von Sophie? Ja, also Sophie, die hat ja die meisten Barthaare von allen. Nee, aber sie könnte sich schlecht rasiert haben und nach irgendwann wieder gemeint haben, jetzt rasiere ich mich mal wieder. Aber das kann man nicht ausschließen. Du kannst sie ja mal fragen, ob sie das vorher 2 Wochen nicht gemacht hat. Oder nee, länger. Länger. Wie viel wächst ein Haar? 0,3 mm am Tag? Länger. Ich werde es auf jeden Fall. Weißt du was, ich gucke mir das mit dem Kokor an. Das ist kein Mikroskop. Aber ja, du kannst es dir näher angucken. Es hat eine extrem scharfe Kante, wie tatsächlich geschnitten an einer Seite. Haarwurzel ist noch dran. DNA-Analyse geht leider nicht. Es ist gerade und tatsächlich sehr, sehr dick. Es ist gerade und geschnitten. Ja. Kenn ich irgendwen, zu dem ein nicht krauses Barthaar passen würde? Einer der Satyren, die beim Trago auf jeden Fall, der Satyr, der hier, der Minne-Satyr, der hatte einen ziemlich geilen Bart, soweit ich mich entsinne. Ah ja, was macht der in meinem Müll? Nun gut, das ist Beweisstück A. Legst du dir jetzt einen kleinen Beweisstückkasten an, wo du das in so eine kleine Folietüte reinmachst, ja? Ja, und ich schreibe A drauf. Geil. Aus Prinzip. Ich durchsuche die weiteren Spuren. Es bestehen hauptsächlich aus Essensresten. Das ist Essensreste, also war es nicht
Wir halten hier fest. Es sind Essensreste vorhanden. Gemüse, Brotanteile. Es sind Essensreste anwesend. Es ist nicht der Wanst gewesen. Die Chancen haben sich gerade sehr stark verringert. Es kann natürlich sein, dass sie das Gemüse an die Seite gelassen hat, weil sie kein Gemüse mag, aber seien wir mal ehrlich, es ist was zu essen. Das würde der Wanst essen. Ja, ich mache davon jetzt ein Foto, dass da Essensreste sind. Und das ist Beweisstück B. Weißt du brauchst eigentlich so einen kleinen Fallordner dazu. Du wirst ja bestimmt noch mehrere Fälle zu lösen haben. Bestimmt. Das ist halt quasi, ich habe den Vogelfall und ich habe den Fall des leeren Kühlschranks, der es nicht der Wand verursacht haben kann. Scheiße, Alter. Sherlock. Hier passieren Dinge. Ich mochte Cluedo schon immer. Der Fall des Vogels mit den tiefen Augen. Oh ja. Das ist quasi, da kann man reinfallen in diesen Fall. Im Taxi würde es dir bestimmt schwer gefallen sein, dich auf etwas anderes zu konzentrieren als auf Kamal. Der hat aber auch viel auf die Straße tatsächlich geguckt. Da ging das noch. Da hatte man immer ein bisschen Unterbrechung. Das Fiese ist, dass ich nicht dazu kam, quasi ihn nach dem Vogel zu fragen. Hat er einmal kurz angesetzt und dann war es da schon wieder. Was Gemeines. Ich werde mit Kamal nochmal reden über diesen Vogel. Ist wichtig. Irgendwas will dieser Vogel mir erzählen und ich glaube nicht, dass dieser Vogel diesen Kühlschrank ausgeräumt hat. Dementsprechend gibt es hier zwei Wesenheiten. Dinge. Stimmt, der müsste auch schwarze Haare haben. Der Vogel? Der Vogel? Nein. Oder Kamal? Kamal. Er hat längere Haare, aber ja. Also, naja, an den Seiten sind die bestimmt ausrasiert, deswegen. Aber er hat einen Bart. Was hat denn der nochmal für einen Bart? Hatte der überhaupt einen Bart? Ja, du hattest gesagt, er hat einen, glaube ich. Sein Bart würde vermutlich funktionieren, da nicht alle Barthaare gleich lang sind. Ja, seine Haare sind zu dünn, aber das könnte gehen, ja. Bart wäre möglich. Verdächtiger Nummer 1 beim leeren Kühlschrank ist natürlich der Wanst. Ich hoffe, du machst dir irgendwie Notizen, ja? Denn ich werde mir keine machen. Deine haltlosen Verdächtigungen machst du ohne mich. Hallo? Haltlos, als ob. Gut, Sophie ist trotzdem auf dem Weg durch die Stadt. Ja, kannst du jetzt auch sein, du hast ja deinen Tabak geholt. Ja. Diese vermaledeite Jacke ausgezogen. Scheiß Ding. Also ich meine, wenn dir Aufmerksamkeit egal ist, wäre dir eigentlich vermutlich T-Shirt am liebsten. Na, ganz egal ist mir die Aufmerksamkeit nicht. Das dachte ich mir. Ich sagte nur, quasi, wie das Gefühl ist. Ja, aber wenn keiner da ist. Vor allen Dingen, weil ja immer Sommer ist auch, ne? Fürchterlich. Diese heißen Nächte. Kann ja kein Mensch schlafen. Vermutlich hat sie so eine Sweatshirt-Jacke an, die sie jetzt offen hat oder so. Ja. Und darunter halt das T-Shirt. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen.